Herzlich willkommen zum Piraten-Guerilla Podcast Livestream von Seom im Zeichen des Guten. Meine Lieben, ich freue mich sehr auf die letzte Folge hier mit euch aufbauen zu können und die logische Konsequenz daraus ist natürlich die, dass wir uns auf die Freude, auf die Dankbarkeit, auf die schönen Dinge des Lebens fokussieren, um daraus Kraft zu schöpfen. Und ich möchte erstmal für das grandiose Feedback in der letzten Woche danken. Ich habe ja über Sucht gesprochen und habe mich sehr offen und verletzlich gezeigt, einfach so mal meine Wahrheit ausgesprochen und es gab so unfassbar viele Nachrichten dazu. Ich habe so viele E-Mails, Kommentare und Direct Messages über Instagram und so bekommen und ich habe gespürt, wie unfassbar wichtig dieses Thema einfach ist für die Menschen und wie viele Leute das wirklich betroffen hat, merkt man erst, nachdem man sich traut, es mal für sich auszusprechen. Und ja, ich danke euch einfach so, von so vielen jungen Menschen, die Thematik in Clubs und beim Partymachen kennen und aber auch Leute, die das Thema beim Shoppen haben oder irgendwie Esssucht oder Bulimie oder so viele verschiedene Aspekte. Und ich war echt sehr, sehr berührt über die ganzen Nachrichten und über all eure Liebe, vor allem eure Dankbarkeit dazu, dass euch die Folge viel gebracht hat und viel gegeben hat. Und ja, ich war wirklich, wirklich geflasht und deswegen an der Stelle vielen, vielen Dank für dieses grandiose Feedback. Und ich weiß, dass wir verbunden sind und das war das Allergrößte, was ich dadurch gespürt habe, dass wir, wenn einer sagt, was er fühlt und sich traut, seine Wahrheit und seine Geschichte auszusprechen, dann sind da Hunderte und vielleicht sogar Tausende Menschen, die das Gefühl haben, endlich wird ihre Geschichte ausgesprochen. Und das hat mir wiederum so viel Kraft gegeben und mir gezeigt, wie wichtig es ist, dass wir den Mut haben, uns füreinander einzusetzen und Dinge auszusprechen und uns eben auch mal verletzlich zu zeigen, um dann den Fokus wieder auf die guten Dinge zu richten. Und genau das führt eben zu der Folge, die jetzt dann ist. Heute geht es um Dankbarkeit. Und das ist für mich ein heiliges Instrument. Das ist meine Lebensmentalität. Und ich habe so viele Geschichten dazu, so viele praktische, anwendbare Handlungen, die ich mit dir teilen will heute. Und deshalb ist es mir eine ganz große Freude, heute das Thema Dankbarkeit zum großen Podcast-Thema im Piraten-Guerilla Podcast Livestream zu machen. Livestream an der Stelle nicht mehr ganz korrekt, weil das Thema bestand ja aus der Idee, dass wir aus dem Livestream auch gleichzeitig einen Podcast machen. Jetzt kam ich durch den Videodreh, den wir heute hatten, gar nicht dazu, den Livestream auch gleichzeitig aufzunehmen. Aber ich bin trotzdem kurz live gegangen. Das heißt, immer wenn ihr mich live sehen wollt, dann könnt ihr am Mittwoch um 19.30 Uhr auf meiner Facebook-Seite auf Seom online kommen und dann könnt ihr mir da Fragen stellen oder im Chat mit mir persönlich ein bisschen quatschen. Und ja, dann erweitere ich sozusagen den Podcast. Also das, was ich in den Folgen erzähle, werde ich da mal so ein bisschen ansprechen und noch so erweiternde Gedanken dazu mit euch teilen und lasse euch natürlich an meinen Erlebnissen der Woche teilhaben. Und das geht in dem Livestream einfach wunderbar. Und dennoch nehme ich diese Podcast-Folgen jetzt immer nochmal separat auf, weil es für mich einfach ein bisschen entspannter ist, ohne gleichzeitig Kommentare lesen zu müssen, mich so einem Thema zu widmen. Und es freut mich auch sehr, dass es für euch, dass es so cool ankommt, dass ihr das feiert. Das ist schön. Und auch vielen Dank für die vielen Kommentare unter dem letzten Video. Ich habe ja die drei grandiosen Bücher von Mischa Miltenberger, Mut ist Angst plus ein Schritt, hier bei mir zur Verlosung für euch. Und nächste Woche werden die drei Gewinner oder Gewinnerinnen ausgelost und werden in dem YouTube-Kommentar natürlich nochmal erwähnt. Und ich werde sie in der nächsten Podcast-Folge auch nochmal erwähnen, damit ihr, falls ihr gewonnen habt, auf jeden Fall Bescheid wisst, dass die Bücher jetzt zu euch fliegen, weil ihr mir dann auch per E-Mail eure Adresse schicken dürft und dann wunderschöne Postkartenaufkleber und die Bücher zu euch nach Hause bekommt. Und ich kann euch jetzt schon verraten, in der heutigen Folge gibt es ein richtig, richtig cooles Geschenk, denn es hat sich bei mir eine Künstlerin gemeldet, eine Künstlerin, die fantastische Mandalas malt und die ganze Mandala-Bücher für euch zur Verlosung ausgeschrieben hat und die wird es heute geben. Im Sinne der Dankbarkeit, fantastisch. Es sind 5 große Mandala-Bücher und die könnt ihr ganz persönlich gewinnen. Die werden euch zugeschickt und dazu am Ende des Podcasts auf jeden Fall noch meine Einladung. Und ich feiere den Gedanken einfach jetzt schon so, dass wir so unfassbar schöne Geschenke machen können und das einfach so durch die Verbundenheit und durch die schöne Freude, die wir gegenseitig und miteinander teilen hier, einfach so entsteht. Und ja, ich habe einfach auch so coole Post bekommen. Ich habe unter anderem einen Brief bekommen, einen Brief von Christina und ihrer Tochter Magdalene und dieser Brief hat mich wirklich tief berührt. Ganz liebe Grüße an euch beide, wenn ihr das gerade hört. Grüße nach Italien und ich habe dazu ein ganz schönes Bild bekommen. Magdalene malt total schön und sie hat mich schon mal porträtiert und hat mich als Bild sozusagen zugeschickt
Und jetzt habe ich von ihr nochmal ein Bild von Captain Jack Sparrow bekommen. Denn jeder, der meinen Podcast gut kennt und mich ein bisschen aufmerksam verfolgt, weiß natürlich aus der Superhelden-Podcast-Folge, dass Captain Jack Sparrow auf jeden Fall ein Charakter ist, den ich sehr feier, was man mir dezent ansehen kann. Und ja, sie hat mir einfach so ein schönes Porträt von ihm gemalt, was super, super cool ist. Also ihr beiden Hübschen, an der Stelle vielen, vielen Dank und ihr bekommt noch Post von mir. Ich werde euch einen ganz schönen Brief zurückschreiben. Ich habe momentan super viel zu tun und dennoch werde ich das umsetzen. Es dauert vielleicht nur ein kleines bisschen. Bevor wir voll ins Thema einsteigen, ich habe mein Album endlich hier. Es ist so cool, es ist aus dem Presswerk gekommen und ich habe ein richtig schönes Video auf YouTube gestellt. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, dann checkt einfach auf YouTube Seom Smaragde Studio Session. In diesem Video hörst du nämlich schon zwei angespielte Songs aus meinem Album Smaragde. Und wir haben jetzt hier schon die CDs. Die CDs sind wunderschön geworden. In der CD ist natürlich ein Download-Code. Das heißt, du hast es dann auch komplett digital, wenn du keinen CD-Player mehr hast. Es ist ein Booklet drin mit 28 Seiten mit allen Texten. Und wir haben richtig viel Liebe in das Artwork gesteckt. Das heißt, wenn du uns supporten willst, dann holst dir gerne auf meiner Homepage jetzt schon. Und wir verschicken alle Alben, die bis 20.09. bestellt werden, handsigniert an dich raus. Und ab Oktober sind wir ein bisschen auf Reisen und dann muss der Podcast auch ein bisschen Pause machen, weil ich dann in Thailand unterwegs bin. Aber bis dahin werden die CDs eben noch handsigniert verschickt und danach kriegst du sie von meinem Daddy geschickt. Zwar nicht handsigniert, aber auch mit sehr viel Liebe verpackt auf jeden Fall. Und ich danke euch jetzt schon mal für die große Unterstützung und den Support, den wir bisher erfahren haben. Wir steppen jeden Tag zur Post und auch wenn Release erst am 20.09. ist, gehen jetzt schon viele Alben raus, weil ich feiere das einfach, Regeln zu brechen und euch zu überraschen. Und dann steigt ja auch die Dankbarkeit. Das heißt, dann öffnet ihr euren Briefkasten und freut euch. Und somit ist schon mal der Teil dieser Podcast-Folge safe erledigt, dass ihr dankbar seid und euch freut. Und somit steigen wir jetzt voll in diese Folge ein. Schau, Dankbarkeit ist letztendlich ein Antiseptikum gegen Negativität. Dankbarkeit ist für mich das heiligste Ritual, das du anwenden kannst, um in deine Mitte und in inneren Frieden zu kommen. Um Frieden zu stiften, etablier Dankbarkeit. Um Mangelgefühl oder Neid oder Eifersucht zu minimieren, geh in Dankbarkeit. So, neben täglicher Meditationspraxis ist Dankbarkeit wahrscheinlich so das Wichtigste, was du machen kannst in meinem Modell von Welt, in meiner Erfahrung. Und Dankbarkeit ist halt viel mehr als ein Wort. Dankbarkeit in angewandter Praxis ist tatsächlich eine Mentalität. Das ist ein Zaubertrank. Es ist ein Elixier, das du jederzeit bei dir haben kannst und das dich immer begleiten kann und wird. Und egal, wo du bist auf diesem Planeten, egal, wie es dir gerade geht, egal, welche Umstände dich gerade hochziehen oder runterdrücken, mit Dankbarkeit bist du immer in der Lage, jenen Zaubertrank anzuwenden, zu nutzen und dein Leben zu verändern. Und zwar auf höchst schöne, konstruktive und positive Art und Weise. Und ich will dir so ein paar Gedanken mitgeben, wie du das wirklich effektiv machen kannst. Es gibt ein schönes Zitat von Francis Bacon, der sagte, nicht die Glücklichen sind dankbar, es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Und deshalb ist so wichtig, du kannst jetzt beginnen. Und ich habe es dir schon erzählt in den Folgen zu Reichtum und in anderen Folgen so, ich war fucking broke mein halbes oder dreiviertel Leben lang und es ist so wichtig zu verstehen, dass du, auch wenn du nichts hast, mit Dankbarkeit beginnen darfst und solltest. Und du kannst in allem, was du hast, Dinge finden, für die du dankbar bist. Und ich kann dir einfach mal meinen Weg dazu zeigen, um das ganz klar zu beginnen. Ich habe ein Buch, also hunderte Bücher, und jedes Jahr kaufe ich mir am Anfang vom Jahr ein neues, wunderschönes Tagebuch. So. Und das ist mein heiliges Dankbarkeits- und Visionsbuch. So. Und du brauchst dafür kein Coaching und kein Konzept und nichts dergleichen. Kauf dir einfach ein wunderschönes Buch. Ich empfehle dir in Bücherhandlungen diese Paperblanks-Bücher, die sind wunderschön. Und dann schreib dir jeden Tag mindestens 5 Dinge auf, für die du dankbar bist. Und wenn dir jetzt im Allgemeinen nach 200 Tagen oder auch nach 50 Tagen nicht immer neue Dinge einfallen, dann geh einfach immer in Gedanken an deinen Vortag. Schreib dir auf, was gestern passiert ist, wofür du dankbar bist. Und zwar als erstes, am Morgen. Denn was wir ganz häufig tun, ist doch, wir wachen morgens auf, also speziell die jungen Hörer und Hörerinnen kennen das bestimmt sehr gut, wir wachen morgens auf und sind vielleicht noch in unserem Badezimmer und so und statt eine wirklich sinnvolle Morgenroutine zu praktizieren, nehmen viele sofort ihr Smartphone in die Hand. Und ich klammer mich da nicht aus, mir passiert das auch manchmal, wenn ich auch so viel online mache und so, klar, dann schaust du, wer hat irgendwas geschrieben und du bist sofort im Außen, in der Reaktion. Und wenn es blöd läuft, dann nimmst du auch noch Sachen wahr, die gar nicht so schön sind, gar nicht so positiv sind, die andere Sachen, die andere Menschen posten zum Beispiel. Und deshalb ist so wichtig, mach als erstes Ritual, als ersten Akt dein Buch auf, auch wenn du noch müde bist, und schreib dir 5 Dinge auf,
die gestern passiert sind, für die du dankbar bist. Und auch wenn du noch müde sein solltest, ist es schön, weil dein Gehirn dann sofort auf Ausschau geht, was war gestern eigentlich so schön. Und dann schreib dir auf, welche 5 Aspekte dir auffallen, die schön gewesen sind, für die du dankbar bist und warum. Und diese Begründung hilft dir einfach nochmal tiefer zu gehen. Das Schöne ist, dass du dann, wenn du es täglich durchführst und immer wieder praktizierst, auch schon im Tagesgeschehen ganz gezielt darauf achtest, was eigentlich passiert und den Fokus automatisch auf das Gute richtest. Und du weißt, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Deshalb ist es so schön, dein Tagebuch jeden Morgen als allererstes zu öffnen. So, und das erste Wort, das ich schon in Gedanken und auch laut ausspreche, wenn ich aufgewacht bin, ist tatsächlich Danke. Also wenn du aufwachst, egal ob durch einen Wecker oder einfach so, dann versuch dir mal als kleine Übung 28 Tage lang vorzunehmen, einfach nur Danke zu sagen. Und dann mach dir bewusst, du besitzt das Riesenprivileg, das ganz viele Menschen auf diesem Planeten nicht besitzen, dass du ein eigenes Bett in einem geschlossenen Raum hast mit einer Decke über deinem Kopf. Du wirst im Winter gewärmt. Und du hast in deiner Wohnung einen unfassbaren Luxus zu finden. Das ist so crazy. Wenn du auf Weltreise oder in verschiedensten Ländern bist, du musst nicht mal weit weg, du kannst auch in Europa unterwegs sein, dann wirst du feststellen, diese Bäder, die wir hier haben, die sind für andere Menschen auf dem Planeten unvorstellbar. Die Tatsache, dass ein gefliestes Bad mit Wasser, das man auch noch trinken kann, bei dir zu Hause neben deinem Schlafzimmer vorhanden ist, die sprengt die Vorstellung von so vielen Menschen auf dem Planeten. Das ist so crazy. Wenn du mal in vielen Ländern auf dieser Welt schaust, wirst du feststellen, dass das ein unfassbares Geschenk ist. Und allein daran zu denken, an deine Bettdecke, an dein eigenes Bett, deine Bettwäsche, dein Badezimmer, deine Küche, all diese kleinen Aspekte zu denken, hilft dir so stark, schon in Dankbarkeit aufzuwachen. Und wenn du dir mal angewöhnt hast, mit Danke deinen Tag zu beginnen, wirst du feststellen, dass deine Gedanken und deine Routine sich irgendwann so sehr verselbstständigen, weil der Automatismus irgendwann einsetzt, dass du nach 30 oder 40 Tagen aufwachst und du sagst Danke, ohne darüber nachzudenken. Und das ist richtig, richtig cool, weil dann konditionierst du dich wirklich auf Dankbarkeit. Und wenn du dann nach dem Aufstehen jeden kleinen Schritt mit dem Wort Danke begleitest, Danke, 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 bis du in deinem Bad bist und jeden Gegenstand, den du in deinem Bad siehst, mit genau diesen Worten in die Hand nimmst, Danke für meine Zahnbürste. Die hat nicht jeder, das ist fantastisch. Danke für meine Dusche. Die hat erst recht nicht jeder auf dem Planeten. Und danke für meine Handtücher, danke für mein Duschgel, danke für was auch immer du in deinem Bad hast. Und wenn du dann als erste Handlung dein Buch öffnest und dir 5 Dinge aufschreibst, für die du dankbar bist, mit Begründung, wirst du feststellen, dass sich dein Tag automatisch schon mal in Gold verwandelt. Du kannst gar nicht mehr so negativ denken, wie wenn du sofort dein Handy anmachst oder im schlechtesten Fall sofort die Zeitung liest oder dein Radio anmachst, weil du dich sofort auf Gutes konditionierst. Und wenn wir als allererstes die Zeitung öffnen würden, dann würden wir sofort mitbekommen, was in dieser Welt schiefläuft, welche Umweltkatastrophen auf uns zukommen, welche Wirtschaftskrisen uns bedrohen könnten und whatever. Davon abgesehen, dass all diese Nachrichten oftmals natürlich sehr hart gesteuert sind. Es ist auch so, selbst wenn sie alle wahr sind, bringt es dir erstmal nichts, dich als erstes am Tag damit zu befassen, weil du sollst schauen, dass du die Welt veränderst und das kannst du nur, wenn du in deiner Kraft bist. Und um Gutes zu tun, solltest du dich erstmal gut fühlen. Und deshalb geh mit Dankbarkeit zu Beginn in deinen Tag. Und dann betrachte deinen Körper. Und dazu habe ich eine wunderschöne Geschichte. Du weißt, ich erzähle in jeder Folge eine schöne Geschichte. Und die Geschichte kennen vielleicht ein paar Menschen, aber die sie nicht kennen, für die ist sie so wichtig, weil diese Geschichte so berührend und so schön ist. Sie ist sehr einfach und sie ist so klar und so wichtig. Deshalb bitte ich dich, sie echt mal kurz mit geschlossenen Augen und offenem Herzen zu genießen. Und wenn du sie schon kennst, genieß sie einfach nochmal, weil sie fantastisch ist. Und ich finde sie deshalb so schön, weil sie uns zeigt, wie wichtig es ist, auf die einfachen Dinge zu achten, auf die scheinbar einfachen Dinge, die kleinen Dinge, die uns so viel Größe schenken und so unfassbar große Glücksmomente bescheren können. Also genieße diese Geschichte. Eine Schulklasse wurde gebeten zu notieren, welches für sie die 7 Weltwunder wären. Folgende Rangliste kam durch die Schulklasse zustande: die Pyramiden von Gizeh, Taj Mahal, Grand Canyon, der Panama-Kanal, das Empire State Building, der St. Petersdom im Vatikan und die große Mauer in China. Die Lehrerin merkte beim Einsammeln der Resultate, dass eine Schülerin noch am Arbeiten war. Deshalb fragte sie die junge Frau, ob sie Probleme mit ihrer Liste hätte. Und sie antwortete, ja, ich konnte meine Entscheidung nicht ganz treffen, es gibt so viele Wunder. Und die Lehrerin sagte nun, teilen Sie uns das mit, was Sie bisher haben und vielleicht können wir ihr helfen. Und die junge Frau zögerte zuerst und las dann vor.
Für mich sind das die sieben Weltwunder. Sehen, hören, sich berühren, riechen, fühlen, lachen und lieben. Und im Zimmer wurde es ganz still. Diese alltäglichen Dinge, die wir als selbstverständlich betrachten und oft gar nicht realisieren, sind so kostbar. Die kostbarsten Sachen im Leben sind jene, die nicht gekauft und nicht hergestellt werden können. Deshalb collect moments, not things. Und es ist so wichtig, dass wir genau das wieder wertschätzen, dass du die ganz kleinen Dinge am Wegesrand in der größten Dankbarkeit wertschätzt. Wenn ich aufgewacht bin, meine 5 Punkte der Dankbarkeit aufgeschrieben habe und aus dem Fenster schaue, achte ich auf die kleinsten Dinge. Auf die Blätter, die sich jetzt gerade schön verfärben, auf die Vögel, die fliegen. Ich habe so einen Fluss bei mir in der Wohnung, wenn ich da die Enten sehe, freue ich mich ohne Ende. Und es sind einfach diese kleinen Blumen, die im Kopfsteinpflaster durch die Erde brechen und sich ihren Weg bahnen. Es sind die wirklich kleinsten Aspekte, die so viel Größe in sich tragen und die dir immer wieder das Wunder des Lebens vor Augen führen. Und es sind unsere Beziehungen. Es sind die Menschen, die uns begegnen und die Menschen, denen wir begegnen. Und es gibt eine wunderschöne Übung dazu, wenn du bei manchen Menschen das Gefühl hast, dass deine Beziehung vielleicht ein bisschen eingeschlafen ist oder du die Verbindung verloren hast, die Dankbarkeit dazu vielleicht ein bisschen verloren hast. Dann vollzieh folgende Übung. Nimm dir 5 Bilder von Personen, die dir entweder ganz besonders am Herzen liegen und die du einfach über alles liebst, oder Personen, die du schon lange nicht mehr gesehen hast oder von denen du dich ein wenig auseinandergelebt hast, mit denen du aber sehr wichtige Momente hattest, die dir viel gegeben haben. So, und dann druck dir diese 5 Bilder aus. Und wenn es nicht geht, dann nimm dir die 5 Bilder einfach auf deinem Handy, screenshotte die und nimm die auf dein Handy und schreibe auf die Rückseite des Bildes oder unter das Bild in deinem Smartphone, was diese 5 Menschen dir bisher so geschenkt haben, wofür du ihnen dankbar bist. Und dann fang bei der ersten Person an und schreib wirklich den Namen dieser Person und schreib dann dahinter, danke, danke dafür, dass... Und dann schreib auf, wofür du der Person so dankbar bist, was sie mit dir vielleicht erlebt hat, was sie dir gezeigt hat, was sie dich gelehrt hat oder welche Verbindung du zu ihr hast. Finde 5 Punkte und beginn immer mit dem Namen der Person und schreib dann auf, wofür du ihr dankbar bist. Und mach das mit allen 5 Personen. Finde bei jeder Person 5 Punkte. Und wenn du deinen Tag beginnst, dann nimm dein Smartphone oder die 5 Bilder in deine Hosentasche und schau sie dir mindestens 5-mal am Tag in einem ruhigen Moment an. Schau dir immer wieder das Bild an, lächle sanft und dann lese jeden einzelnen Punkt vor, weshalb du dieser Person dankbar bist. Und das ist so crazy. Du wirst feststellen, dass die Beziehung sich auf einmal ganz, ganz magisch verändert. Die Personen rufen dich in der Regel wirklich an. Es ist richtig crazy. Es ist mir so oft passiert, dass ich bei dieser Übung am Abend einen Telefonanruf hatte oder eine WhatsApp-Nachricht bekommen habe oder so von genau der Person, mit der ich vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr keinen Kontakt mehr hatte. Oder du spürst einfach eine tiefe, heilsame Verbindung. Und wenn es gerade Menschen sind, zu denen du vielleicht den Kontakt verloren hast, wirst du merken, dass sich da einfach was in dir nochmal heilt und auffrischt. Und es ist so schön. Es ist so schön, dass wir uns darauf konzentrieren, was uns verbindet. Und dass wir uns darauf konzentrieren, was wir geben können. Und wir können auch hier im Stillen so viel geben. Und wir können unsere Türen öffnen. Wir können unsere Türen für so viele Freunde und so viele gute Menschen öffnen. Schau, hier habe ich eine ganz persönliche, wunderschöne Geschichte für dich. Ich war mit einem sehr, sehr guten Freund auf Bali zusammen. Und wir sind mit unserem Roller gefahren. Und wir sind durch so eine Dschungelgegend gefahren und es hat geregnet. Es wurde immer stärker und dann kam so ein monsunartiger Regen runter. Wir mussten irgendwann mit dem Roller anhalten, konnten nicht mehr wirklich weiterfahren. Und dann floss der Regen so hart über die Straße, dass wir so ein bisschen gestrandet am Rand des Dschungels standen. So. Und gegenüber war so eine Art Blechhütte, so ein ganz kleines Haus, wo eine balinesische Familie gewohnt hat. Die haben in einem Raum gewohnt, also in einem Haus, in Anführungsstrichen. Das ist nicht größer gewesen als wahrscheinlich dein Wohnzimmer oder deine Küche. So. Und die haben da zu 5 gewohnt und die haben uns sofort reingewunken. Die waren super lieb und sie konnten nur balinesisch. Wir haben uns also nur mit Händen und Füßen verständigen können. Und damit wir nicht im Regen stehen, haben sie uns sofort zu sich aufgenommen. Und es war crazy zu sehen, so um nochmal kurz auf das Badezimmer zu sprechen zu kommen, da war ein großer Raum, also eine Wellblechhütte einfach so und da war Wohnzimmer, Badezimmer, Küche und Kinderzimmer, alles in einem zusammen. So. Und das Badezimmer bestand aus einer riesengroßen Regentonne und neben dieser Regentonne waren halt ein paar Seifenstücke und Zahnbürsten und im Endeffekt war das halt Toilette, Dusche, Waschmaschine und Spülmaschine in einem so.
Und die lebten dort zu fünft und haben dann für uns gekocht und haben uns ihr allerletztes Essen zubereitet, weil wir haben ja gesehen, also Wohnzimmer war ja gleich Küche, wir haben also gesehen, was sie alles noch hatten. Und das, was sie uns gemacht haben, war das, was sie noch hatten. So. Und wir wollten ihnen Geld geben und wir wollten uns zuerst auch erkenntlich zeigen. Und das wollten sie auf keinen Fall, das wollten sie nicht annehmen. So. Und als sie dann mit uns gegessen haben und wir satt waren und wir dann wieder fahren wollten irgendwann, weil der Regen aufgehört hatte, haben sie uns noch so ein Package gepackt. Also so das letzte Obst und Gemüse, was sie noch überhaupt so bei sich hatten, haben sie uns gepackt und wollten uns mitgeben. Wir wollten es erst gar nicht annehmen. Und sie haben darauf bestanden, dass wir es mitnehmen. Und wollten eben nichts dafür haben. Und es war wirklich eine crazy Erfahrung, weil es so ungewohnt für uns war. Und dann kam irgendwann noch eine zusätzliche Tochter aus der Familie nach Hause. Und die konnte ein klein wenig Englisch. Und dann haben wir sie gefragt, warum sie uns denn so viele Sachen mitgeben, ohne was dafür haben zu wollen. Und dann sagte sie zu uns, dass es auf Bali eine Philosophie gibt. Und die Philosophie besagt, umso länger ein Gast in deinem Haus ist und umso glücklicher er dein Haus verlässt, umso mehr Glück wird dir und deiner Familie widerfahren. Und ist das nicht eine wunderschöne Einstellung, Menschen zu begegnen? Ich habe dann kurz an Deutschland gedacht. Wenn es bei dir klingelt und du machst die Tür auf und dann steht da jemand. Und wie oft sagen dann klassische deutsche Mitbürger so, wir kaufen nichts und machen die Tür wieder zu. Und es ist so, ich kenne den Menschen nicht, was will der von mir, was ist los hier so. Und ich habe mir das wirklich zu Herzen genommen. Ich hatte es so tief berührt, dieser Moment. Ich weiß noch genau, ich bin durch Bali 2 Wochen lang mit einem Dauergrinsen gefahren mit meinem Gefährten. Wir waren einfach nur in einem super, super himmlischen Vibe. So. Und wir sind mit diesem Dauergrinsen, mit diesem einzementierten Lächeln halt auch am Flughafen in Deutschland wieder angekommen. Und vor mir steht ein deutscher Zöllner in München, ein klassisch bayerischer Zöllner. Und der sagt zu mir, jo, was grinsen's denn so blöd? Und dann sage ich, also ich musste einfach lachen, sondern sage ich, ja, ich bin einfach glücklich, aber sie könnten ja auch lächeln. Und dann sagt er zu mir, jetzt wären es bloß nicht frech, junger Mann. Und da habe ich wieder gespürt, dass wir von fernen Kulturen einfach noch gerne lernen dürfen. Dass es schön ist, wenn wir uns davon wieder ein bisschen inspirieren lassen. Weil es so wichtig ist, dass wir den Menschen, uns selbst und anderen gegenüber wieder mit Wertschätzung und mit Dankbarkeit begegnen. Und das kannst du einfach beginnen, indem du dir selbst immer wieder vor Augen führst, wie dankbar du sein kannst. Ich will eine ganz kleine Reise mit dir machen, so eine kleine Reise durch deinen Körper. Du kannst gern die Augen schließen. Ich werde so ein klein wenig von meiner Meditationsmusik einspielen. Die ist extra für meinen Online-Kurs komponiert mit Marius gemeinsam. Und diese Musik, diese Übung ist in meinem Online-Kurs in einer richtig großen Version, in 20, 30, 40 Minuten Länge. Und ich will es nur ganz kurz mal mit dir checken. Und wenn du Lust hast, trau dich hier kurz fallen zu lassen und es wahrzunehmen. So. Wenn du die Augen schließt und tief atmest in deinen Bauch, dann wirst du feststellen, dass es in dir und an dir nur Wunder gibt. So, betrachte mal ganz kurz deine Beine und deine Füße im Stillen. Nimm mal kurz wahr, wie die Energie durch sie fließt und vibriert. Und jetzt führ dir vor Augen, was du mit deinen Füßen und deinen Beinen jeden Tag vollbringst. Sie tragen dich schon dein ganzes Leben. Du kannst überall hinlaufen, sie sind immer für dich da. Du kannst mit ihnen Auto fahren, du kannst mit ihnen tanzen, du kannst mit ihnen so viele Sportarten betreiben. Egal was du tust, deine Beine tragen dich die ganze Zeit weiter. Und jetzt bedanke dich einmal dafür. Fokussiere dich auf deine Beine und deine Füße und sage danke. Danke für meine Beine und meine Füße. Und dann nimm einmal deine Hände und deine Arme wahr und spür mal, was für eine Kraft in deinen Armen, Händen und Fingern wabert und vibriert. Du kannst damit so viele Arbeiten erledigen. Du kannst schreiben, du vollbringst die alltäglichsten Aufgaben damit. Du kannst deinen Job damit machen. Du kannst wunderschöne Bilder malen. Sie helfen dir dabei, zu berühren, zu fühlen. Dein Tastsinn verbindet dich mit Menschen. Wenn du streichelst und wenn du Menschen näher kommst und sie berührst, spürst du, dass dein Tastsinn und das Gefühl in deinen Fingern ein unfassbar schönes und großartiges Geschenk sind. Deine Hände und Finger nehmen dir so viele Aufgaben ab, erleichtern dir so vieles und ermöglichen dir so viel Leichtigkeit in deinem Leben. Und jetzt konzentriere dich kurz auf deine Hände und deine Finger und sage, danke, danke für meine Hände, meine Arme und meine Finger. Dann nimm einmal all die Organe in dir wahr.
All diese Organe sind immer für dich am Werke. Sie reinigen und sie heilen dich. Sie helfen dir, ohne dass du darüber nachdenken musst, Schlechtes abzutransportieren, Dinge zu verarbeiten und dich am Leben zu halten. Und es funktioniert unentwegt in einem unaufhörlichen Kreislauf des Lebens. Sie halten dich immer am Leben. Da ist dein großes, wundervolles, leuchtendes Herz mit einem Energiezentrum, einem elektromagnetischen Feld, das weit über deine Aura hinausgeht. Und dieses Herz zeigt dir so viele Wege. Es hat geschlagen, bevor du denken konntest, und es weist dir immer den Weg. Es schenkt dir Liebe und es schenkt dir die Möglichkeit, in Verbindung und in Freude zu gehen. Also betrachte noch einmal all deine Organe und dein Herz und dann sage aus tiefstem Herzen Danke. Danke für meine Organe und mein leuchtendes Herz. Dann betrachte einmal all deine Sinne. Du kannst hören, du kannst Musik hören, du kannst Menschen lauschen, in Verbindung gehen, du kannst sprechen, du kannst dich austauschen, du kannst singen, du kannst die herrlichsten Gerüche im Frühling oder wundervolle Speisen wahrnehmen. Du riechst so viele tolle Dinge und Düfte. Du kannst sehen, du bist damit gesegnet, so vielen Menschen zu begegnen, die Schönheit der Natur zu betrachten, deine ganz alltäglichen Aufgaben mit einer Leichtigkeit zu vollziehen, weil du all das erkennen und sehen kannst. Verbinde dir mal für 10 Minuten die Augen und du wirst feststellen, was für ein Riesengeschenk dein Sehsinn bedeutet. Und du kannst schmecken. Du kannst so viele wundervolle Geschmacksrichtungen schmecken. Und jetzt schließ noch einmal die Augen tief und geh in dich und spüre, wie großartig diese Geschenke sind. Und nun sag Danke. Danke für meine wundervollen Sinne. Hier ist dein Gehirn, das alle Aufgaben für dich lösen kann, mit dem du so viele Dinge auf einen Schlag bedenken und verwandeln kannst. Und dieses Gehirn ist immer für dich am Werk. Es ist ein riesengroßer Computer, der von der Technik niemals ersetzt werden kann. Und nun sag noch einmal den Gedanken, danke, danke für mein wundervolles Gehirn. Weißt du, all diese Dinge wahrzunehmen, ist ein so großartiger Segen. Wenn du dich immer mal wieder in Achtsamkeit darauf fokussierst, das ist so schön. Und dieser Symphonie zu lauschen, ist ein so schönes Privileg, das wir haben. Und du kannst es vor allem bei den Dingen anwenden, die dir in deinem Alltag begegnen, die dich vielleicht auch manchmal gestresst haben. Schau, wie viele Menschen kommen mit ihren Autos beispielsweise in einen Stau, und stellen dann fest, dass sie sich ärgern, weil die Autobahn gerade jetzt wieder erneuert wird und du auf einer einspurigen Autobahn weiterfahren musst und dadurch verzögert sich alles. Und glaub mir, ich kann davon Liedchen singen. Ich fahre jedes Wochenende an die 1000 Kilometer zu irgendwelchen Konzerten. Und es ist so schön, wenn du mal drüber nachdenkst, dass das ein Riesengeschenk ist, dass da Menschen stehen, die diese Straßen für uns bauen. Ich habe das in dem Superhelden-Podcast schon mal erwähnt. Das sind für mich die größten Helden, diese Straßenbauarbeiter. Das sind wirklich fantastische Helden. Und wichtig ist auch zu verstehen, dass diese Straßen gebaut werden, ist auch ein großes Privileg. Schau mal, wenn du in Ländern wie in Laos beispielsweise unterwegs warst, oder da gibt es oft keine Straßen. Da fährst du über Schotterpisten mit Schlaglöchern, da fährt der Bus ohne Scheiß 25 km/h. Und da wird so eine Strecke von 300 Kilometern echt eine kleine Odyssee, das ist richtig heftig. Und ich war in manchen Ländern, da waren ganze Löcher im Boden. Also ich meine wirklich 2 Meter tiefe Löcher. Also ich bin in irgendeinem asiatischen Land mal oder in einem südamerikanischen Land nachts gelaufen und wäre fast in so ein Loch gefallen. Und dann wurde ich gerade noch so von meiner Gefährtin darauf hingewiesen. Und jetzt stell dir vor, du fällst in so ein Loch 2 Meter tief. Da liegst du dann erstmal und schaust blöd raus, wenn du noch schauen kannst. Und das passiert dir in Deutschland nicht, weil in Deutschland einfach dafür gesorgt wird, dass Straßen intakt gehalten werden und dass Autobahnen immer wieder erneuert werden. Und dafür können wir dankbar sein. Wir können uns natürlich über den Stau aufregen und der Negativität Energie zuführen, oder wir können einfach in Dankbarkeit und in Freude wahrnehmen, dass hier für alles gesorgt wird. Und es ist so wichtig, dass wir die Menschen, die dafür sorgen, auch immer und immer wieder ganz bewusst wahrnehmen. Und es fängt eben an bei den Busfahrern, es fängt an bei Kellnern, bei Verkäufern. Im Einzelhandel sind so viele fantastische Helden am Werk. Und ich weiß, dass die manchmal nicht die allerfreundlichsten sind. Aber bedenk mal, was die da tun. Und die dienen dir den ganzen Tag. Egal in welches Geschäft du gehst, da stehen Menschen und die arbeiten für dich. Die arbeiten dafür, dass du dein Brot kaufen kannst und dein Obst und dein Gemüse. Und die sind für dich am Start.
Und ich finde es so wichtig, dass wir, weißt du, wer will es ihnen verdenken, wenn sie nach einem 11-Stunden-Tag bei 5-6 Tagen die Woche nicht immer ganz so gut gelaunt sind. So. Und deswegen empfehle ich dir, bestäube diese Menschen mit Dankbarkeitsstaub. So. Es gibt dieses fantastische Buch The Magic von Rhonda Byrne, von dem ich einige Übungen hier auch gerade vorstelle, weil es für mich ein super wichtiges Buch ist. Es ist ein Buch, in dem 28 Tage lang Übungen gezeigt werden für Dankbarkeit, die du dann in deinem Leben etablierst. Und sie erklärt dann so schön, nimm Dankbarkeitsstaub mit. Das ist unsichtbarer Dankbarkeitsstaub in deiner Hosentasche und so, als ob du eine Prise Salz streuen würdest. Mit dieser Bewegung, mit so einem Pinzettengriff, kannst du dir vorstellen, dass du Dankbarkeitsstaub verstreust. So. Und jedes Mal, wenn ich Bauarbeiter sehe, auf der Straße, im Auto oder wenn ich nur kurz vorbeifahre, wenn ich Kellner sehe, wenn ich Busfahrer sehe, wenn ich am Flughafen das ganze Personal sehe, dann streue ich meinen Dankbarkeitsstaub. Einfach als großes Ritual, um mir immer wieder vor Augen zu führen, ey, diese Jungs und diese Frauen, die machen hier einen verdammt großartigen Job und ich bin wirklich dankbar, dass sie diese Dienstleistung für mich erbringen, weil es nicht selbstverständlich ist. Und dieser Dankbarkeitsstaub, der begleitet dich und ich glaube, im Feinstofflichen erreicht er noch sehr viel mehr, als wir aktuell noch wahrnehmen können. Und das ist so schön, wenn wir das wirklich wieder bewusst machen. Denn mit Bewusstheit beginnt letztendlich das gesamte Spiel. So, wenn du beginnst, wieder bewusst zu essen und zu trinken, dann beginnt dein Akt der Dankbarkeit noch viel, viel größer zu werden. Und du kannst es bei jedem Essen so schön überprüfen, dass wir anfangen, wenn wir unser Wasser trinken, ganz bewusst, langsam, Schluck für Schluck zu trinken und es wieder spüren, dass wir unser Essen ganz bewusst schmecken. Dass wir beispielsweise, wenn wir ein Gericht fertig haben, mal kurz überlegen, wo dieses Gericht herkommt. So. Ich mache zum Beispiel die beste Pasta der Welt mit ganz vielen wunderschönen Gemüsesorten und Pinienkernen und mit Sprossen. Und wenn ich diese Pasta sehe und mir vor Augen führe, wo all diese Sachen herkommen, von den Nudeln und von den Kernen und den Sprossen und all diesen Gemüsesorten mal angefangen, muss man überlegen, so, das wurde von Menschen angepflanzt und großgezogen und gepflegt und irgendwann verpackt und in den Laden gebracht und eine unfassbare Verkettung von Arbeitsvorgängen war dafür notwendig, dass ich dieses Essen jetzt essen darf. Und ich kaufe immer beim Bio-Supermarkt ein, das heißt, ich weiß auch noch, dass die Sachen hier bei mir aus der Region kommen und das macht die Sache noch heftiger, weil es Menschen sind, die halt ganz nah bei mir sind. Und wenn ich mir das vor Augen führe vor jedem Essen, dann steigt die Bewusstheit, die Dankbarkeit und die Achtsamkeit halt noch mehr an. Und das empfehle ich dir einfach, noch bewusster zu essen und zu schmecken und diese Vielfalt noch bewusster wahrzunehmen, weil es ein riesengroßes Geschenk ist. Und das Gleiche kannst du in der Natur tun. Wenn du in der Natur unterwegs bist, so, dann erkenn die Vielfalt. Erkenn die grandiose Vielfalt, die da draußen existiert, in all den Blumen oder jetzt in diesem Farbenmeer im Herbst, wenn sich alles verfärbt und alles so wunderschön zu Boden fällt, dann stellst du wieder fest, dass der Kreislauf des Lebens unentwegt aktiv ist und die Fülle des Lebens nur dadurch ruft, von dir empfangen und mit Dankbarkeit betrachtet zu werden. Und das ist so schön. Und deshalb möchte ich an dieser Stelle einen kleinen Song für dich einspielen. Du darfst auch gerne noch die Augen geschlossen halten, wenn du sie noch zuhörst. Das ist der Song Achtsamkeit aus meinem Album Smaragd und du bekommst die letzte Strophe und den Refrain noch einmal und ich lade dich ein, es einfach tief in Dankbarkeit wahrzunehmen und zu genießen. Erst wenn du dich von deinem Leid in dir selbst befreit hast, trägst du Mitgefühl und Weisheit in die Welt deines Alters. Die Impulse steigen langsam, beginn Erkenntnisse zu sammeln und den Wandel im Bewusstsein zu verankern. Achte auf Details und jeden Gegenstand am Wegesrand, weil das Leben aus dem Leben stammt. Nehme wahr, was in dir ist und zu dir sprechen will. Und der Strom aller Gedanken wird im Herzen still. Es ist zauberhaft, was dir die Welt geben kann. Und genau die Kraft hält dein Leben lang. Wenn du es sehen kannst und jetzt deswegen nickst, na dann weißt du ja, wie wundervoll das Leben ist. Dann weißt du ja, wie wundervoll das Leben ist. Lass dein Geist ruhen, um deine Sinne zu verstärken und beobachten zu können, ohne Dinge zu bewerten. Find die Stille in dir selbst und nütze die Magie, so wird dein Leben eine Symphonie aus Glück und Harmonie. Lass dein Geist ruhen, um deine Sinne zu verstärken und beobachten zu können, ohne Dinge zu bewerten. Find die Stille in dir selbst, nütze die Magie, so wird dein Leben eine Symphonie aus Glück und Harmonie. Glück und Harmonie, Glück und Harmonie. So wird dein Leben eine Symphonie aus Glück und Harmonie. Und wenn du es mal vergessen solltest, auch eine wunderschöne Übung, dann halt kurz inne in deinem Alltag und verwende kurz deine Sinne. So wie wir es vorhin kurz gemacht haben, nimm einmal wahr, was rieche ich gerade? Was schmecke ich gerade? Was höre ich gerade?
Was fühle ich gerade? Wo bin ich gerade? Schau dich um und nimm wahr, wo du bist. Und diese kleine Achtsamkeitsübung, die katapultiert dich schlagartig in den gegenwärtigen Moment. Und sie führt zu erhöhter Dankbarkeit. Und darum geht's letztendlich, dass wir immer wieder diese Tools verwenden, um noch deutlicher in die praktizierte Dankbarkeit zu kommen. Und dabei sind diese Bücher so wichtig. Für mich ist das Buch meiner Dankbarkeit so wichtig. Und dann mündet das Ganze natürlich in der Dankbarkeit für dich selbst. Dass du voller Dankbarkeit erkennst, was du geleistet hast, was du geschafft hast. Und ich will dich noch kurz teilhaben lassen, wie ich es persönlich mache. Ich schreibe mir auf die rechte Buchseite meine 5 Punkte der Dankbarkeit, Dinge, die gestern passiert sind, für die ich dankbar bin. Und auf die linke Seite schreibe ich mir stets 3 Erfolge des Vortages. Und es können einfache Dinge sein. Das kann sein, dass ich eine süße alte Dame auf der Straße zum Lächeln gebracht habe, weil ich sie ganz liebevoll angelächelt und begrüßt habe. Das können aber auch Erfolge sein wie ein schönes Konzert oder ein tolles Seminar oder eine gute Podcast-Folge oder was auch immer ich getan habe. Und ich bin mir sicher, du selbst tust jeden Tag Dinge, für die du dich feiern kannst. Und es ist so wichtig, dass wir uns das immer wieder bewusst vor Augen führen, dass wir die Dankbarkeit für unsere eigenen Handlungen wieder bewusst vor Augen führen. Und deshalb empfehle ich dir, neben deinen 5 Punkten der Dankbarkeit täglich aufzuschreiben, welche 3, mindestens 3 Erfolge du zu verbuchen hast. Denn damit erhöht sich im Übrigen auch dein Selbstwert und dein Selbstbewusstsein sehr, sehr stark. Und dann schreibe ich noch zusätzlich auf, welche Lektionen ich aus dem vorherigen Tag gezogen habe, also welche Lehren, was mich der Tag gelehrt hat. Und da kommen fantastische Dinge zustande. Da komme ich immer wieder auf Gedanken, die ich sonst, wenn ich nicht so deutlich reflektieren würde, vielleicht nicht wahrgenommen hätte. Dinge, die ich gelernt habe, die mir dann nur noch einmal passieren und nicht 3-mal nacheinander passieren, weil ich diese Fehler dann eben in Weisheit umwandeln kann. Und auch dafür können wir dankbar sein. Und es ist so schön, wenn wir uns diese Dankbarkeit immer und immer und immer wieder vor Augen führen. Und ganz besonders dankbar bin ich natürlich auch für das grandiose Feedback, das ich von Menschen bekomme. Sei es auf Konzerten oder in den Begegnungen oder einfach nur auf der Straße, wenn mir Leute ein Lächeln schenken oder mich halt einfach liebevoll begrüßen. Und so habe ich jetzt gerade einen Brief bekommen. Ich habe es zu Beginn erzählt, es ist ein so schöner Brief gewesen. Es war ein digitaler Brief, so eine E-Mail. Und dieser Brief kam von einer 76-jährigen Frau. Ihr Name ist Karin. Und die Karin malt Mandalas. Schon sehr, sehr lang. Und sie malt wunderschöne Mandalas. Und sie hat auch eine Seite, das ist mandalakarin.ch. Sie kommt aus der Schweiz und sie vertreibt Mandala-Bücher. Und sie hat sich bereit erklärt und hat sich gewünscht, dass ich in dieser Folge 5 Mandala-Bücher für dich verlose. Und ich finde es so zuckersüß von ihr. Und das möchte ich jetzt natürlich mit dir machen. Du darfst unter dieser Podcast-Folge auf meinem YouTube-Kanal oder auf meinem Instagram-Profil schreiben, welche Handlungen dich besonders schnell in die Dankbarkeit führen. Vielleicht ist es die Beziehung, für die du besonders dankbar bist, oder die Natur oder dein Job. Vielleicht ist es ja auch dein Geld oder dein Körper. Was lässt dich deine Dankbarkeit besonders schnell spüren? In einer Woche werden wir die 5 Personen auslosen und werden unter diesen Kommentaren die 5 Mandala-Bücher verlosen. Dann bitten wir dich, uns deine Adresse zu geben. Die geben wir dann an Karin weiter und Karin sendet dir dann 1 dieser 5 Mandala-Bücher zu. Und nächste Woche gewinnst du auch noch mit etwas Glück von Mischa Miltenberger ein Buch Mut ist Angst plus ein Schritt, von denen wir 3 Stück verlosen. Und da darfst du unter den Sucht-Podcast noch schreiben, was dich in deine Mitte und in deine Verbundenheit bringt. Und ich lade dich auch ungeachtet dieser Aktion ganz deutlich nochmal ein, dir deiner Dankbarkeit täglich bewusst zu werden. Es gibt eine total schöne Übung, die ist von Albert Einstein überliefert worden. Und zwar sind es die 100 Schritte. Es wurde überliefert, dass Albert Einstein jeden Morgen, als er sein Haus verlassen hat, die ersten 100 Schritte mit den Worten Danke verbunden hat. Das bedeutet ganz konkret, dass du bei jedem Schritt, wenn du deine Haustür verlässt, einfach Danke sagst. Du gehst also aus dem Haus und sagst Danke, 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 Danke. Also im Geiste reicht. Du musst es nicht laut sagen, weil sonst bist du irgendwann sehr strange angeschaut. Aber es ist eine so schöne, eine so coole Übung. Ich mache die seit Jahren. Und ich kann dir versprechen, es automatisiert sich irgendwann sofort. Immer wenn ich mein Haus verlasse und Richtung Wald gehe, zu meinem Waldspaziergang, sind die ersten 5 Minuten, also die ersten 100 Schritte, immer mit dem Mantra Danke begleitet. So, und jetzt mag der kritische Zuhörer oder die kritische Zuhörerin vielleicht gleich sagen, so, ja, fuck, das ist ja nur positives Denken und irgendwelche leeren Worthüllen. Es geht nicht nur um das Wort, das du dabei sprichst. Es geht um deine Bewusstheit. Es geht um deinen Fokus. Wenn du die ersten Schritte mit den 100 ausgesprochenen Danke verbindest,
dann konditionierst du dich zwangsläufig auf das Schöne und Gute zu achten. Und das hilft dir, gerade wenn du morgens dein Haus verlässt und zur Arbeit gehst, so stark erstmal in diesem Vibe zu bleiben, erstmal in der Verbindung zu dem Guten und Schönen zu bleiben. Es kommen noch genug Ablenkungen im Laufe des Tages und deshalb ist es besonders schön und besonders wichtig, den Tag damit zu beginnen, dass du 100-mal Danke sagst. Und diese Übung ist easy, die ist wirklich easy. Verlass dein Haus und sag einfach bei jedem Schritt Danke im Geiste. Und du wirst feststellen, dass sich nach 28 Tagen unglaublich viel in deinem Leben verändert, weil allein dieser Fokus auf die Dankbarkeit und auf das Gute sehr, sehr viele Mauern einreißt und sehr, sehr viele Brücken in neue Welten für dich erschafft. Weil, wie ich sagte, Dankbarkeit ist ein Antiseptikum. Dankbarkeit ist wundervoll. Und ich freue mich sehr, dass ich das mit dir hier teilen durfte. In meinem großen Online-Kurs, der im Dezember erscheinen wird, habe ich dem Kapitel Dankbarkeit ein eigenes Modul geschenkt. Also da sind 6 oder 7 große Videos mit unfassbar vielen Übungen und ganz, ganz vielen Hintergründen zum Thema Dankbarkeit, weil es für mich wirklich eine Base ist. Es ist neben der Selbstliebe einfach ein riesengroßes Fundament für ein erfülltes und erfolgreiches und glückliches Leben. Und du kannst im Übrigen auch für all die Fülle, die dich umgibt, dankbar sein. Das bedeutet, führ dir mal vor Augen, wie viel dir in deinem ganzen Leben geschenkt wurde. Geh mal in deine Kindheit, nimm dir vielleicht ein Fotoalbum und schau dir mal an, was du alles geschenkt bekommen hast. An jedem deiner Geburtstage, vielleicht hast du Weihnachten gefeiert und du hast so viel Kleidung bekommen, Spielsachen bekommen, vielleicht durftest du Vereine besuchen, du durftest Schulen besuchen, du hast Arztbesuche finanziert bekommen. All diese Aspekte sind in vielen anderen Ländern nicht selbstverständlich. Führ dir das immer wieder vor Augen, wie großartig wir beschenkt worden sind und vor allem auch, wie viel Geld dir tatsächlich in deinem Leben geschenkt wurde, durch deine Eltern, Bezugspersonen oder eben auch jetzt später noch von Freunden und von Familienmitgliedern. Und wenn du die Dankbarkeit für das wieder erfährst und wertschätzt, wirst du feststellen, dass du auch automatisch mehr Fülle in dein Leben ziehst. Und so ist das Leben gedacht, als ein ständiges sich bedanken und zwar keine leere Hülle, sondern einfach in Dankbarkeit und Demut zu leben, weil du dann aus einer anderen Tiefe, aus einer tiefgehenderen Freude heraus handelst und den Menschen und der Welt begegnest. Ja, und da es ja in der letzten Woche um Sucht ging, ist das eben auch mein ultimativer Tipp für dich. So, wenn du dich aus Süchten befreist und beginnst, deinen Pfad in die Klarheit wieder zu beschreiten, dann beginne mit Dankbarkeit. Schreib dir jeden Tag auf, wofür du dankbar bist und versuch ein paar dieser Übungen umzusetzen, um dich immer tiefer damit zu verbinden, was so elementar ist, nämlich dankbar und demütig durch diese Welt zu gehen, um das Leben in allen Facetten zu erfahren. Und jetzt danke ich dir. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Wir sind in 2 oder 3 Tagen im Saarland und geben dort ein Konzert und ein Seminar und sind dann noch eine Woche später in Mainz beim Mood Festival, bei dem ich Schirmherr bin und bei dem ich ein großes Konzert und eine Visionsreise gebe. Und dann sind wir in Basel und dann werde ich ein klein wenig verreisen. Das bedeutet, ihr bekommt noch so 2 bis 3 Podcast-Folgen und dann wird eine kleine Pause eingelegt, weil ich auf den Reisen noch wirklich im Moment sein will und die Folgen nicht im Vorfeld aufnehmen möchte. Ich finde es so wichtig, dass die authentisch aus dem Moment heraus entstehen und deswegen kann man die nicht konservieren und dann später irgendwie rausdroppen. Das heißt, ich werde, wenn ich unterwegs bin, auch Pause machen und ich danke dir für dein Verständnis und ich danke dir für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit. Wenn du möchtest, lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes da und einen Daumen hoch bei YouTube. Abonniere meinen YouTube-Kanal gerne und folg mir auf Instagram. Das ist einfach deine Möglichkeit, dich mit mir zu connecten und uns ein bisschen zu helfen, die Sachen noch größer und bekannter zu machen. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Und jetzt habt eine wunderschöne Woche. Ich freue mich nächste Woche mit dir die großartigen Gewinne zu verteilen und wünsche dir eine dankbare, eine achtsame Woche voller Freude. Liebe so viel du kannst, wo du auch immer sein magst.